nochmal von meiner Seite auch. Hallo zusammen. Ich bin Bernd Assenmacher und ich versuche, die Prämierung in unserem Projekt 1000 Gärten, 1000 Arten zu koordinieren. Wir haben insgesamt 125 Tester und Testerinnen ausgebildet, die nur darauf warten, dass es weitergeht. Sie laufen schon 3 Jahre mit der Prämierung und durch das Promi-Projekt, was wir eben kurz vorgestellt haben, haben wir uns gedacht, ja, bieten wir doch nochmal so ein Forum für Prämierung an, damit einfach noch Interessierte sich das Ganze mal angucken können und darüber Infos kriegen. Und wofür wir das Ganze machen, zack, jetzt wechselt das wieder nicht. Ja, wir wollen an sich hochwertige Naturgärten wertschätzen. Also es geht ja nicht darum, dass da jeder für sich nur hinbröselt und sich an seinem eigenen Garten erfreut, sondern das wirkt auch nach außen. Und durch diese Präsentation der Naturgärten und auch der Prämierung, dieser Auszeichnung, die wir machen wollen, wollen wir auch eine gewisse Begeisterung für lebendige Natur wecken. Und das Ganze unter dem Hintergrund von heimischen Wildpflanzen. Heimische Wildpflanzen sind von daher wichtig, das hat meine Kollegin eben auch schon erläutert, da wirklich viele Insekten und auch heimische Tiere, Vögelwelt, Käferwelt auf diese heimischen Wildpflanzen angewiesen ist. Das heißt, es wird dadurch, umso mehr wir heimische Wildpflanzen in unseren Gärten haben, auch die biologische Vielfalt gefördert und unterstützt. Und des Weiteren wollen wir einfach auch gerne zeigen, ja, was kann man alles machen und bieten dafür unsere grüne Landkarte an, wo Sie sich selber drin eintragen können, entweder als prämierter Garten oder einfach auch, wenn Sie sagen, mein Garten, den habe ich zwar nicht prämieren lassen, aber ich finde ihn trotzdem wunderschön und bietet auch viele schöne Aspekte eines Naturgartens, dann können Sie den auf der grünen Landkarte auf unserer Homepage einfach auch mal vorstellen. Ja, es ist immer ein bisschen träge, bis mein Bild weitergeht. Ja, wie können Sie sich Ihren Garten prämieren lassen? Das geht einfach ganz leicht. Sie schicken entweder eine E-Mail an prämierung@1000-gärten.de oder direkt an mich, bernd.assenmacher@wielerbonn.de. Die Adressen, die E-Mail-Adressen sind auch auf unserer Homepage, also Sie müssen das jetzt nicht hektisch mitschreiben. Unter Mitmachen kommen Sie da ran, auch an alle Mitarbeitende, die sonst mit dem Projekt zusammenarbeiten. Es geht ja nicht nur um die Prämierung, sondern auch um Saatgut und Anpflanzung von Stauden und auf unserer Homepage haben Sie halt sehr viele Informationen rund um das Thema Naturgarten und Wildpflanzen. Wenn Sie bei mir eine Mail sich damit angemeldet haben, kriegen Sie von mir per Mail zurück den Anmeldebogen und nochmal so ein kleine 2 Info-Merkblätter, wo einmal grundsätzlich zur Prämierung drin steht und dann auch einen Quick-Check für Prämierung. Da haben Sie im Prinzip alles in Kurzfassung, was an Voraussetzungen für diese Prämierung für Sie vonnöten ist. Dazu kommt noch eine Verlinkung zu dem Naturgartenhandbuch, das der Naturgarten e.V. erstellt hat. Da ist eigentlich das ganze Hintergrundwissen, wie könnte ein Naturgarten aussehen, wie kann ich den gestalten. Und auch anhand dieser Maßstäbe, die da drin erwähnt sind, wird unsere Prämierung durchgeführt. Und es gibt noch das Handbuch der invasiven Neophyten, da komme ich gleich noch zu, warum die wichtig sind, weil wir da die möglichst nicht in unseren Gärten drin haben möchten. Naturgärtnern heißt, also einmal geht es grundsätzlich einfach mal um die Nähe zur Natur. Also ein Naturgarten, da sollen Sie sich drin wohlfühlen, der soll aber auch eben Heimat für viele Tier- und Pflanzenarten sein. Wenn der erstmal, sage ich mal so, geschaffen ist, bedarf es da auch einer geringeren Pflege als vielleicht wirklich, wenn Sie regelmäßig Rasen mähen müssen und ständig Unkraut zupfen, weil wenn die Stauden erstmal eine gewisse Größe haben oder die Blühflächen halt angelegt sind, bedarf es einer nur maximal zweimaligen Mähung im Jahr oder eben auch die Stauden decken den Boden auch so weit ab, dass eigentlich da kein neuer Unterwuchs kommt, dass sie auch nicht da regelmäßig irgendwie ausdünnen müssen. Des Weiteren geht es uns auch eben sehr um die einheimischen Wildpflanzen. Das heißt, 50% des Gartens sollten mit heimischen Wildpflanzen besiedelt sein.
eben unter dem in dem Hintergrund, dass eben die heimischen Wildpflanzen auch kombiniert eben mit den Insekten, die sie nutzen. Wir haben sehr viele Spezialisten, was eben meine Kollegin schon gesagt hat, die auf heimische Wildpflanzen auch angewiesen sind. Wenn es die in geringer Menge nur noch gibt, werden auch die Insekten aussterben oder sich zurückziehen in andere Bereiche. Und deswegen wollen wir das eben mit den, gerade mit den Privatgärten, aber auch Gärten in Kommunen, Schulen oder Firmengärten oder auch sogar auf dem Balkon einfach Flecken bieten in Deutschland, wo halt auch die Tiere wieder an Nahrung und Nistplätze kommen. Was noch sehr wichtig ist, ist der Strukturreichtum. Also es geht nicht darum, nur Blumen zu säen und zu pflanzen, sondern eben auch Elemente in den Garten zu holen, die einfach Raum für eine gesunde Tierwelt anbieten. Hier auf dem Bild eine Steintrockenmauer. Es geht aber auch Sandarien, so Sanderflächen, wo halt sehr viele Bienen, Wildbienen auch drin nisten. Totholzhaufen, Rückzug auf Tierkäfer, für Kleintiere. Vielleicht Wasserflächen, die auch einmal für das Klima ganz angenehm sind, aber eben auch als Lebensraum für Tiere. Ja, und viele Merkmale weiter auch. Und besonders freuen wir uns eben auch, wenn ja, Nisthilfen für Tiere, wie hier so ein bisschen künstlich geschaffenes Wildbienenhotel kommen. Das Ganze soll natürlich jetzt auch so ein bisschen nach Garten aussehen. Deswegen wird auch die Gestaltung ein wenig bewertet, ist aber nur ein Randaspekt. Es geht hauptsächlich um die Teile, die wir in dem Garten für die Tiere und die Pflanzenwelt schaffen. Ganz wichtig ist uns, dass eben kein Kunstdünger benutzt wird, keine Pestizide. Wir wollen auch möglichst kein Material aus Übersee haben, also wo es gerade mit Tropenholz so eine Sache ist. Dafür werden halt auch Naturräume ja, niedergemacht, einfach um uns hier mit Tropenholz zu versorgen. Deswegen erwarten wir die kurzen Wege der Baumaterialien, die in den Garten vorkommen und eben auch, dass es nicht aus dem Wald wild abgeholzt wurde. Wir wollen auch möglichst keine Tierfallen in unseren Gärten haben, also das heißt irgendwelche Lichtschächte, wo Säugetiere reinfallen können und dann vielleicht elendig verdursten oder verhungern. Möglichst auch dann keine Lichtquellen, künstliche. Also einmal ist es einfach auch eine Energiesache, wieso muss in einem Garten den ganzen Abend Licht brennen. Zum zweiten Mal zieht es auch Insekten an, die dadurch gestresst werden und einfach Energie verlieren durch das Suchen, weil sie angezogen werden von dem künstlichen Licht. Aber wir wünschen uns auch, dass Regenwassernutzung ist, dass man also nicht unbedingt jeden Sommer, soweit noch Regenwasser vorhanden ist, nicht immer den Gartenschlauch nutzen muss. Dass man vielleicht einen Kompost anlegt und nicht alles in den Müll schmeißt, an dem an sich wertvollen Material, den man wieder zur Erde werden lassen kann. Und ja, einfach auch so ein bisschen darauf achtet, dass wir nachhaltig den Garten gestalten. Ja, und dann gibt es noch die Auszeichnung als grüne Oase. Und unter den Merkmalen, die bei dem Mindestvoraussetzung steht, steht halt auch, dass invasive Neophyten nicht in dem Garten sein sollten. Invasive Neophyten sind Pflanzen, die sich aus Übersee angesiedelt haben in Deutschland und jetzt teilweise ja übermäßig verbreiten und damit den Raum für die heimische Pflanzenwelt geringer werden lassen. Besonders wenn es jetzt zum Beispiel gibt es in Audenbereichen bei uns hier in der Region sehr viele, wo das Pflanzen verbreiten und da werden halt heimische Pflanzen verdrängt und damit auch die Insekten, die auf diese Pflanzen angewiesen sind. Und deswegen haben wir noch eine Auszeichnung als grüne Oase gewählt, nicht nur die Gold-Silber-Bronze-Prämierung. Und da können wir, falls Sie auch noch einen Flieder vielleicht im Garten haben, der auch als invasiv gilt, der darf dann auch weiterhin vorhanden sein und Sie werden trotzdem ausgezeichnet mit der grünen Oase. Auch da kann die Ausnahme gemacht werden, wenn man doch vielleicht ein Gartenhaus hat, mal angestrichen vor Jahren, dass man das nicht abreißen muss und auch mit so einem Gartenhaus prämiert werden kann. Dann geht es jetzt darum, wie läuft so eine Prämierung ab. Ich schicke Ihnen ja den Anmeldebogen zu. Sie füllen den dann am besten aus.
Ich schicke den als Word-Datei, das heißt, Sie können darin einfüllen und den abspeichern und dann mir auch per Mail wieder zurückschicken. Dankbar wäre ich auch für 2 bis 3 Fotos, die mit angehängt werden. Das ist einmal für mich so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal böse Kontrolle, ob es halt auch Gärten sind, die wirklich in die als Naturgarten bezeichnet werden könnten. Wir haben halt dann teilweise schon mal auch Bewerbungen gehabt, wo ich sage, das war vielleicht ein schöner Garten, aber der ist ja doch zur Hälfte englischer Rasen und der hat an sich keine Chance, dann prämiert zu werden, wenn der so aussieht und damit nicht das peinliche Gefühl entsteht, da kommen 2 Tester und die sehen das, oder es sind unheimlich viele invasive Neophyten drin und die dann sagen, nee, und den können wir gar nicht ranspromieren, das ist unangenehm für die Tester, dass sie dann so eine weite Reise umsonst gemacht haben, aber das ist auch für den Gartenbesitzer nicht schön, wenn er sich an sich gefreut hat auf so eine Prämierung und dann irgendwie das Ganze kurzzeitig beendet wird und er ohne Prämierung bleibt. Wenn ich diese Bilder sozusagen für gut empfunden habe, dann gebe ich die auch weiter an 2 Testerinnen aus der Nähe. Denen schicke ich dann halt auch diese Bilder zu, dass sie so ein bisschen wissen und einen Anmeldebogen, worauf sie sich anstellen können. Da sind auch ein bisschen Angaben zur Gartengröße. Ein kleiner Beschreibungstext sollte mit drin sein und seit wann sie den Garten als Naturgarten an sich eingerichtet haben. Diese beiden Tester und Testerinnen werden sich dann direkt an Sie wenden und einen Termin mit Ihnen ausmachen. Das Ganze geht los, sage ich jetzt mal so Ende April. Das kommt immer ein bisschen auf die Region an. Wir hier im Rheinland sind ja immer so relativ früh oder auch der Oberrheingraben. Da kann man sicherlich schon Ende April die ersten Prämierungen starten. Wenn man in die Mittelgebirge geht, muss man sicherlich noch bis Mitte Mai warten. Und so in den letzten 3 Jahren haben wir eigentlich die Prämierung immer bis in den Oktober reingezogen. Es ist natürlich dann nicht immer das bunteste Bild. Am liebsten wollen ja alle im Mai, Juni gerne die Testerinnen in ihren Garten haben. Aber wir müssen halt auch sehen, dass wir das Termin nicht hinbekommen. Deswegen kann man so sagen, Ende April bis Ende Oktober ist die Prämierungsphase. Und das Ganze, wenn dann die Tester einen Termin ausgemacht haben mit Ihnen, kommen die zu Ihnen hin und in Ihrem Garten. Sie sollten sich auch da vielleicht ein Stündchen Zeit nehmen, dass Sie einfach so ein klein bisschen über Ihren Garten erzählen, wie er entstanden ist, was Sie für besonders außergewöhnlich finden, vielleicht welche Tiere Sie schon da gefunden haben. Vielleicht haben Sie auch Pflanzen, die sogar auf der roten Liste stehen oder sowas. Dann ist es immer schön, wenn man so ein kleines Eingangsgespräch machen kann, wo einfach die Tester und Testerinnen auch so ein bisschen Hintergrundwissen über ihren Garten bekommen. Und dann werden Sie zu zweit diesen Garten sozusagen begutachten. Wir haben da vom Naturgarten mit dem Naturgartenfrau sozusagen einen Testbogen, eine Testmatrix entwickelt, wo es dann insgesamt 30 Punkte gibt, die bewertet werden. Da komme ich gleich noch ein bisschen zu. Und die brauchen, kommt natürlich je nach Größe an. Also wir nehmen ja auch Balkone, die prämiert werden können. Da braucht man sicherlich nicht 1 bis 2 Stunden Begehung zu. Aber ansonsten wird der Garten schon genau in die Lupe genommen. Und ich sage jetzt mal, bei so einem 300, 400 Quadratmeter Garten wird er etwa 1 Stunde benötigt, wenn er größer ist, kann das eben auch mal ein bisschen länger ist. Also so lange müsste sich dann so ein bisschen darauf einrichten, dass das dauern könnte. Ja, wie wird jetzt bewertet? Da habe ich schon eben von gesprochen, dass wir eine Matrix entwickelt haben und die beiden Testerinnen werden mit dieser Matrix durch den Garten gehen. Da gibt es 30 Punkte und da werden die noch, sind unterteilt nach Baustoff und Materialien, ob sie eben natürliche Baustoffe oder Materialien genutzt haben, möglichst wenig versiegelt haben, dass die Funktionsflächen auch nett gestaltet sind, dass es nicht ein zugepflasterter oder geplatteter Weg ist, sondern vielleicht auch Schotterwege da drin sind, möglichst wenig Hoffläche oder sowas, wo die Versiegelung ist, das Wasser nicht versickern kann und wo halt auch keine Tiere wirklich sich entwickeln können, keine Pflanzen wachsen können. Ob es Mauerbegrünung gibt oder Hausbegrünung, Fassadenbegrünung. Es wird die Gestaltungsqualität auch in einem kleinen Maße gewählt, weil es ist ja immer noch ein geschaffener Garten. Es ist, muss ja nicht unbedingt nur die reine Wildnis sein. Viele Menschen geben sich da so viel Mühe und gestalten da wirklich wunderschöne Paradiese. Und da haben wir gesagt, auch das sollte ein bisschen in die Bewertung einfließen lassen.
Dann geht es natürlich um die Kleinbiotope. Da haben wir auch ein paar Bilder gemacht, ob das angefangen ist von einem Totholzhaufen oder hier so einem alten Wurzelstück, ob Wasserflächen da sind, ob Cerdarien da sind, ob Nistkästen, Wildbienen helfen. All das betrachten wir als Kleinbiotope. Und da sollten mindestens zwei auf jeden Fall vorhanden sein. Umso mehr Punkte gibt es bei der ganzen Bewertung. Es gibt dann auch noch den Punkt Pflege, der so ein bisschen betrachtet werden soll. Dazu zählt natürlich auch, dass Sie dann bei dem Interview ein bisschen darüber erzählen, ob Sie jetzt mit einem Kreiselschneider durch den Garten gehen, was ich hoffe, dass das keiner macht, ob dann eher mit der Sichel mal der Schnitt gemacht wird, der zweijährliche Schnitt, ob Sie Sachen kompostieren, ob Sie Regenwasser nutzen bei der Pflege oder ob Sie das aus einer Leitung holen. Dann natürlich ganz wichtig die Pflanzen. 50% ist die Mindestvoraussetzung für, dass da Wildpflanzen sein müssen. Bei einer Steigerung, wenn es über 60 bis zu 90% gibt, gibt es auch jeweils mehr Punkte. Und dann eben auch Vorkommen von Tieren, eben auch Verzicht auf Tierfallen. Das ist ganz wichtig. Und dann können Sie insgesamt, kriegen Sie eine Punktebewertung und die wird sozusagen, jetzt nervt mich hier ein Telefon, entschuldigen Sie bitte. Von 0 bis 40 Punkte würde Bronze ergeben. Das heißt aber auch, jeder Garten, der überhaupt prämiert wird, bekommt auf jeden Fall, wenn er die Mindestanforderungen erfüllt, die Bronzeprämierung. Wenn es dann im Punktbereich 41 bis 80 Punkte gibt es eine Silberprämierung. Und alles über 80 Punkte ergibt Gold. Das heißt also, auch wenn Sie einzelne Punkte vielleicht keine Fassadenbegrünung haben, wo es dann keine Punkte gibt, können Sie noch locker Gold erreichen. Also das ist sozusagen, bei jeder Frage kriegen Sie maximal 4 Punkte. Und Sie können sich da auch so Kleinigkeiten an, ja, Mängel, sage ich jetzt mal so, leisten, ohne dass Sie gleich eine, zwei Stufen runterkommen. Und wir haben die Grüne Oase extra eingeführt, damit auch diese schönen Gärten, generell sollen sie auch bewertet werden, aber falls eben dann doch der Flieder da drin steht oder die Robinie oder Rhododendron, da dürfen dann zwei maximal drin sein. Oder das Gartenhaus, was lackiert ist, das ginge dann auch und dann kriegen sie die grüne Oase als Prämierungsschild von uns zugesendet. Aber es wird trotzdem Punkte vergeben, dass sie auf jeden Fall das Feedback bekommen, ah, ihr Garten steht ganz weit oben unter den Top-Naturgärten oder eben sie geben sich halt auch haben einen schönen Garten und dementsprechend werden sie da eingestuft. Und wenn wir diese ganzen Gärten sozusagen auch prämiert haben oder sie einfach einen Garten haben, den sie auch wunderschön finden und wo viel für die Natur und für die Tiere getan wird, können Sie das gerne auf unserer Homepage unter www.tausende-gärten.de in der grünen Landkarte eintragen. Dort können Sie 1 bis 5 Bilder hochladen, geben eine Kurzbeschreibung, also wirklich nur ein paar Sätze an, damit es beschrieben wird. Und dann können sich alle Menschen in Deutschland sozusagen auch ihren Garten betrachten, Anregungen holen. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch Kontaktdaten angeben. Normalerweise wird das anonym gemacht, dass wir nur den Vornamen und die Stadt nennen, wo der Garten steht. Wenn Sie natürlich in Ihrem Text sagen, ich würde mich auch gerne mit Menschen vernetzen und geben Ihre Homepage oder sowas an, ist das alles auch möglich. Und dann können wir uns darüber freuen, dass eben viele anschauungsvolle Beispiele auch da auf dieser grünen Landkarte sind, weil ich glaube auch, dass die Naturgärten auch über eine Ansicht, Gewohnheit, dass man es immer häufiger sieht, eben auch einen Stellenwert in der Gesellschaft steigern und dass wir einen guten Schritt darauf und daran uns beteiligen wollen, dass es immer mehr Naturgärten in Deutschland geben sollte. Ja, und dann möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Und wenn jetzt Fragen sind und einfach zur Organisation der ganzen Prämierung, stehe ich Ihnen jetzt hier natürlich zur Verfügung.